Moin Moin, was geht ab, liebe Zocker? Hier ist der Agri für euch am Start und wir spielen mal wieder eine kleine gepflegte Runde Desert Strike Hots. Diesmal mit der Rasse Zerg, wie ihr es wunderschön sehen könnt. Ja, und wir werden jetzt hier mal mit, ich glaube, ja, wir starten mit Zergling anfangs durch. So eine kleine Batterie Zerglinge hier hinsetzen. Und ein, zwei Bähnlinge. Jo, hat noch geklappt mit den Banes. Da hübeln sie schon lang. Und jetzt holen wir uns natürlich direkt mal das erste Angriffs-Upgrade. Na, was ist das denn hier? Hallo, ich glaube, in Motion funktioniert schon wieder nicht hier. Lass mich da nur anstöpseln. So, auf jeden Fall schickt der Gegner schon mal nichts rüber, wie man sehen kann. Oder auch nicht sehen kann. So, jetzt läuft es auch wieder. Jetzt funktionieren die Tasten wieder an der Maus. Die hat echt immer so Aussetzer, das ist ganz schön nervig. So, wir werden jetzt, ich glaube, wir werden jetzt keine Zerglinge mehr holen. Wenn es nämlich auch ein Zergspieler ist, kann das natürlich sein, dass der jetzt gleich Massive Banelinge macht. Wir holen uns jetzt erstmal das erste Gas und warten jetzt erstmal ein bisschen, bis wir halt sehen, was der Gegner überhaupt ist. Und dann können wir die perfekte Kontereinheit bauen. Das ist schon mal eine gute Masse hier an Schaben. Da kann ich auch erstmal nicht gegen anstinken, aber der Bunker wird das erledigen für uns. Obwohl, ging sogar. Okay, und da kommen Marodeure massive. Gut, also Zerg, Maros. Also muss ich jetzt was gegen Marodeure machen. Da sind Zerglinge hier eigentlich ganz gut. Schaben sollte man nicht bauen. Dann werde ich aus einer Mischung aus Zerglingen und später dann auf jeden Fall Hydralisken gehen. Und natürlich Fangel, ganz wichtig. Also die Bähnlinge werde ich gleich erstmal ein bisschen nach hinten pflanzen. So ungefähr. Und dann packe ich da nochmal ein paar Zerglinge rein. Und gleich natürlich Speed-Upgrade und das erste Angriffs-Upgrade holen für Nahkampf. Ich könnte natürlich auch mal auf Ultralisken gehen, hätte ich auch ein bisschen Bock drauf. Ultralisken Queens werde ich vielleicht in der nächsten Runde mal spielen. Zuerst Massive Queens und dann extrem viele Ultralisken. Ja, das sieht schon mal gut aus. Und das sollte auch reichen. Na, wie knapp. Komm, fresst euch durch. Ah ja, sieht gut aus. Schön zwei Wellen weggerockt. Ah, okay, jetzt kommt Firebats hinterher. Ja, das ist natürlich scheiße. Aber eigentlich sollte man auch nicht gegen drei Wellen kämpfen müssen. Ja gut, eigentlich schön, wenn es so ist. Wenn man es schafft. Zwei Wellen schon mal wegzuflexen und dann noch gegen die dritte zu kämpfen. So, gleich holen wir uns erstmal noch ein Panzerungsupgrade dazu. Oder erstmal Angriff. Och, ich glaube, ich hole mir erstmal Angriff. Kann ich mir jetzt gerade noch so leisten, bevor die Einheiten auf die anderen treffen. Wir brauchen mehr Mineralien. Abgeschlossen. Okay, jetzt oder sind noch ein paar Marines. Boah, sollten meine trotzdem ganz locker schaffen. Easy going. Und da ist jetzt so eine Masse übergeblieben. Richtig schön. So, ich denke, jetzt wird die Cannon auch fällig sein. Ja, mit den Banes. Komm schon! Zieh! Oh, ganz, ganz knappes Ding war das. Okay. Dann machen wir mal... Na, machen wir jetzt Queens vielleicht. Obwohl, ich bräuchte dafür dann eigentlich größere, erst fettere Einheiten noch. Deswegen bleiben wir erstmal noch bei Zerglingen. Und da haben wir die 200 Öcken erhalten. Da können wir uns ja gleich nochmal Angriff und Panzerung holen. Aber erstmal machen wir noch ein bisschen Masse. Upgrades macht man eigentlich erst, wenn die Welle unterwegs ist. Jetzt können wir vielleicht gleich noch ein Panzerungsupgrade machen. Ja, definitiv können wir das. Jetzt haben wir schon mal 1-1 ready. Vielleicht noch ein paar Bailinge dazu holen. Kann es weitergehen.
die werden sowas von weggefressen. Richtig geil. Okay, die Kampfideons, die flexen jetzt. Und natürlich den Nexus auch von hinten. Gut, gut. Dann machen wir jetzt gleich mal Upgrade Tier 2. Und werden noch mal gleich ein paar Bähnlinge machen. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Das ist auch geil. Naja, gut, gegen die Marodeure. Ah ne, sind ja unsere. Ja, gut, das wird smashen. So, da kommt meine Welle schon wieder. Dann holen wir uns einmal nochmal ein Panzerungsupgrade. Mutation abgeschlossen. Und jetzt noch einmal Angriff dazu. Da komme ich auch fast durch. Wenn der Nexus nicht mit draufballern würde, würde ich es, glaube ich, wirklich schaffen. Na, geil. Das sieht schon schick aus. Wir sparen jetzt erstmal noch ein bisschen. Und werden uns gleich mal die ersten Ultralisken holen. Dafür werden wir jetzt schon mal die Zerklinge nach hinten setzen. Weil die Ultralisken sollen zuerst rauflaufen. Ah, ich hole mir, glaube ich... Ah, ne, ich hole mir noch nicht das nächste Gas. Das dauert jetzt erstmal ein bisschen, bis die alle wieder vernünftig platziert sind. Okay, dann hole ich mir doch schon mal das nächste Gas. So, gleich haben wir es geschafft. Boah, bin ich heute lahm. So, fast fertig. Dann setzen wir hier noch einen rein. Und genau, Upgrade to Tier 3 haben wir ja ganz verplant. Jetzt können wir uns hier nochmal ein, zwei Bähnlinge noch kurz dazu holen, so eine kleine Lane. Boah. Noch jetzt auch noch ein paar. Jetzt holen wir uns hier noch kurz Zentrik. Fugal. Loot den Haken, damit die Bähnlinge auch rollen können. Ach, habe ich davor noch zwei vergessen. Deswegen. Deswegen war das hier nicht ganz voll. So, jetzt können wir schon die letzten Angriffs- und Panzerungs-Upgrades machen. Ich muss echt hier ein paar... Nee, ich dachte, er hätte Ghosts hier stehen. Hat er gar nicht. Oh ja, richtig schön. Ach, Widow meins! Okay, jetzt brauchen wir natürlich erstmal einen Observer. Die Widow meins, die richten schon ganz schön extremen Schaden an. Aber die können das eigentlich gar nicht mehr schaffen. Also wir sind schon so lange drüben. Haben schon so viele Mineralien gefarmt. Das müsste jetzt eigentlich auch gleich GG sein.
Oh, er holt sich nur noch Bähnlinge. So, letztes Panzerungs-Upgrade. Dann haben wir die Zerklinge total abgegradet. Oh, da kommen die ersten Tanks. Das rockt natürlich jetzt. Da kommen wir mit dem Nexus. Na, vielleicht. Ah, gut, wir haben auch schon ein paar Tanks. Das ist super. Ich könnte mir natürlich jetzt auch Broodlords holen. Die Upgrades habe ich. Weil die Brütlinge benötigen ja Nahkampf und. Ja, Nahkampf-Upgrades. Also, die hier für die gleichen, die Zerklinge halt auch benötigen. Und falls ihr das noch nicht wusstet, hier werden die Mineralien nämlich von euren Teammates angezeigt, wie viel die momentan haben. Na, stehen wir natürlich scheiße, die Tanks. Na, ich freue mich jetzt schon gleich auf die Welle hier. Von der Karin. Und da kommt es auch schon. Bam! Na? Nee, jetzt keiner mehr auf den Nexus. Jetzt kommt meine kleine Wille wieder und gleich hole ich mir. Also ich sammle jetzt erstmal ordentlich und dann gibt es hier gleich erstmal die fetten Kollegen. Mal gucken, vielleicht sollte ich doch auf Brutlords gehen. Nämlich noch gar nichts versus R. Außer natürlich so ein paar Marines oder so. Machen wir noch das dritte Gas. Ich will den Sieg noch so ein bisschen herauszögern. Der hat natürlich eine ganz gute Masse gegen. Wo Luft wäre schon. Luft ist schon geil. Ich glaube, ich verkaufe gleich meine ganzen Zerklinge und gehe dann einfach nur noch auf R. Ja, das mache ich gleich. Ja, komm, das mache ich jetzt. Hab ich jetzt Bock drauf. Alles verkaufen. So schön drei Sechsen jetzt kommen. Erstmal Massive Brütlinge. Massive Brutlords natürlich, die Brütlinge abfeuern. Entweder rockt das jetzt oder es fällt total. Wird sich zeigen. Na, einen kriegen wir. Ja, wir kriegen locker noch einen. Nur noch ein. Ja, da passt natürlich keiner hin. Und dann holen wir uns mal das erste Panzerungs-Upgrade schon für die Lufteinheiten. Oh, das ist natürlich hart. Richtige fette Armee von Baneling gefangen. Voll gepilzt. Auch gut, ein paar Ravens sind jetzt hier am Start. Und einen Viking, glaube ich, ne? Ja, ein Viking. Der ballert einfach hier auf den Overseer. Träumchen. Oh, die flexen, ey. Oh, das war übel. So, jetzt holen wir uns einfach gleich nochmal
Ein Schänder sollte erstmal reichen. Oder zwei, drei Schänder vielleicht. Einfach nur zum Ablenken. Ah, ich glaube, ich muss mir jetzt schon den Schänder holen. Kann ich ja theoretisch später dann auch wieder verpuppen. Aber erstmal ein bisschen Abwehr. War schön, die Bootlords sind immer noch am Start. Haben jetzt auch schon zwei Panzerungs-Upgrades. Wie gesagt, die Brütlinge brauchen ja die Upgrades für die Nahkampfeinheiten. Und da sind jetzt auch schon drei Vikings. So, dann holen wir uns hier nochmal das nächste Angriffs-Upgrade. Ah, soll aber reichen. Die anderen wurden jetzt auch gut abgelenkt. Viking gegen Schänder. Ah, das ist natürlich jetzt scheiße. So, dann holen wir uns hier nochmal Panzers-Upgrade. Und nochmal Angriff und auch gleich noch das letzte Angriffs-Upgrade. Unsere Brutfreunde. Und auf jeden Fall brauchen wir jetzt wesentlich mehr Schänder. Weil ihr seht ja, hier sind auch einige, aber die haben noch gar keine Upgrades. Wahrscheinlich war es das jetzt schon. Boah, ja, die Bane. Ich glaube, die Bane den Rockens. Yo, GG! Schön in den Nexus reingeheizt. Und der Nexus wurde schön zerberstet. Ja, traumhaft. Das hat ja Laune gemacht. So, Leute, ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Break und wir sehen uns in der nächsten Runde von Desert Strike oder von irgendeinem Arcade wieder. Haut rein! Agri out. See you.